Vandalismus am Kasseler Weinberg. Unbekannte haben in den vergangenen 1,5 Jahren Schäden in Höhe von etwa 10.000 Euro verursacht. Sie zerstörten einen Sicherungskasten, rissen wahllos die Verkabelung heraus und beschmierten die Wände mit Graffitis. Am Rondell, dem Wahrzeichen des Weinbergs, zerschlugen sie die Panzerverglasung der Bodenleuchten. Dabei müssen die Täter erhebliche Kraft und schweres Werkzeug genutzt haben. Auch das gusseiserne Tor versuchten sie aufzuhebeln und zerstörten dabei das Schloss und verbogen die Türen. Der bisher letzte Anschlag ereignete sich in der Nacht am Zisselwochenende, als die Täter einen riesigen Wackerstein die Sandsteinstufen herunterwarfen. Aus den Treppenstufen sind große Brocken herausgebrochen. Die Stufen können nur schwer und per Handarbeit repariert werden.